weil da so schöne Exemplare sind. Mag ich nochmal die Sumpfdotterblume herzeigen. Es gibt ja schon Beschreibungsvideos von der Blüte und von den Blättern. Geht mir jetzt gar nicht darum, sondern das sind einfach wirklich eine schöne Gruppe von Prachtexemplaren, haben da einen super Standort. Und ihr seht, also das ist zwar da jetzt trocken, aber es ist da oft nass und der Wasserverlauf geht nach unten. Wieso dazu ich das? Ich kletter da jetzt einmal nach oben. Ihr seht, die ersten Blüten sind verblüht und es entwickeln sich dann rasch die Früchte. Also das sind unreife Früchte. Das ist Anordnung oder wie das so ausguckt, das nennt sie Balgfrüchte. Da hier rüben, schaut mal, da ist es sogar weiter und nur größere, also kommt immer darauf an, wie viel sind befruchtet worden von den Damen da drinnen. Da, die in der Mitte. Ja. Und wenn die dann reif sind, fallen die ab und sind schwimmfähig und verbreiten sie dann ganz gern entlang eben von Wasserläufen. Das ist natürlich mit der Grund, wieso man den Sumpfdotter, die Sumpfdotterblume in feuchten, sumpfigen Gebieten findet. Da schaut's, das ist schon ziemlich weit da drüben. Schweif stehen. Also, ich habe euch da ein paar Prachtexemplare von der Sumpfdotterblume gezeigt und ihr habt die unreifen Früchte gesehen, habt ein bisschen was über die Ausbreitungsstrategie gehört und ich werde mich bemühen, dass, wenn dann die Samen wirklich reif sind, dass ich das dann auch nochmal herzeige.